Hallo Leute und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Baba is You. Ja, tatsächlich, ich spiele Baba is You weiter. Ich habe schon 7 Stunden 20 gespielt. Au, das ist viel. So, wo waren wir denn? Ja, keine Ahnung, ob ich hier irgendwas hinbekomme. Wir sind halt auch schon relativ weit. Ich habe es lange nicht gespielt. Wir gucken einfach mal ins Level 9. Waren wir da schon mal drin? Moving Floor. Ich erinnere mich an diese komischen... Ganz genau, okay, wir waren hier noch nicht drin. Ich erinnere mich an diese komischen Beltdinger hier, die einen umhergewobbelt haben. So, wie das haben wir denn? Bug is defeat, habe ich gemerkt. So, wir sind Keke, Belt ist Shift. Was heißt denn Shift? Heißt Shift, dass das einen hin und her wobbelt? Wahrscheinlich. Also, dass es einen, ja, da so umherwobbelt. Hedge ist Stop, Barber ist gar nichts. Wir müssen wahrscheinlich Barber ist Win machen. Die Flagge ist Pushable, damit können wir bestimmt den Bug darüber schicken, aber nope. Wir haben hier noch ein Is, Leute. Okay. Wir kommen nicht an den Bugs vorbei. Ist er denn? Wir sagen nämlich, dass wir irgendwas machen. Wenn wir nämlich irgendwas machen, dann steht die Chance gut, dass etwas anderes passiert und dieses andere wird uns dann zum Sieg verhelfen. Okay, wir kommen weder hier vorbei, wir kommen weder da oben vorbei. Wir haben hier nur Fleckes. Wusch. Und wir können mit dem Is halt auch nichts machen. Wir können das Is woanders hinschieben. Wir können das Is zum Beispiel durch den Bug durchschieben. Und dann mit der Flagge das Is darüber schicken. So, dann ist das Is da drüben. Das ist schon mal ganz schön, würde ich vermuten. So, was das uns bringt, keine Ahnung. Kann man das Level nochmal anders restarten? Ich sehe schon, komm, ich bin hier wieder eine Stunde an irgendeinem Level dran und darf das dann auf 20 Minuten schneiden und das wird richtig toll. Das sind alles Bugs, ne? Ja. So, wir kommen langsam vorbei. Wir können auch nicht durch irgendeine Wand durch. Wir haben 2 Flaggen. Diese Flaggen können wir schieben. Das ist toll. Wir können diese Flaggen zum Beispiel... Wir können diese Flaggen da durchschieben. Zack. Dann ist die Flagge da drüben. Und wenn wir jetzt hier rüber gehen, dann werden wir nämlich nicht nach rechts teleportet und dann können wir hier lang. Ah ja, okay. So, wir haben jetzt das Is hier leider nicht mehr, aber das passt schon. So, die zweite Flagge. Die kommt dann natürlich dahin. So, wir dürfen halt die Bugs nicht berühren. Das heißt, wir müssen das auf jeden Fall immer darüber schieben. So schön und gut. Das Push brauchen wir sowieso nicht mehr. Black Is haben wir noch. Dann können wir natürlich nochmal sagen... wie komme ich denn jetzt an das Is ran? Warte. Wir machen das nochmal anders. Gib mir nochmal diese eine Flagge wieder. Na, nee, die eine Flagge sollst du mir wiedergeben. Die brauche ich. So, die kommt dann da unten hin. Aber Flag muss trotzdem Push sein. Okay, das hat funktioniert. Das Push ist jetzt weg. Und jetzt schieben wir einfach das Is darüber. So, und jetzt ist überall auf jeden Fall, jetzt sind die Lücken gefüllt. Ach so, ach shit. Flag muss Push bleiben, damit die Flagge uns aufhält. Aha. Was soll mir das jetzt sagen? Okay, Moment. Wir müssen sowieso erstmal hier unten hin, weil wir das Win brauchen. Das müssen wir ein nach rechts schieben. So viel ist schon mal klar. Wir können den nach unten pushen. Dann haben wir Fleckes Push. Wir können hier durch und können das Win darüber schieben. So, diese Flagge ist jetzt unnötig für uns. Wir können das nicht mehr zurückschieben, es sei denn, wir hätten noch das Is vom Anfang. Aber wird uns auch nichts bringen, weil wir das ja sowieso nicht mehr nach oben schieben können danach. Okay. Aber irgendwie so. So. Wir müssen auf jeden Fall erstmal da nach unten. Wenn wir das Is da nach unten schieben, dann kommen wir ja auf jeden Fall schon mal an das Win ran. Ist aber auch doof. Und dann ist die Flagge ja verloren. Wie kriege ich die Dinger da rein, ohne dass ich andauernd hier irgendwas verliere? Wir könnten natürlich erstmal das Push dadurch knuddeln. So. Dann kommen wir hier auf jeden Fall vorbei und können das Win nach rechts verschieben. Dann sagen wir, Black ist Push. Dann fehlt uns trotzdem eine Sache, ne? Dann fehlt genau eine Sache. Jetzt ist Fleck halt wieder Push. Aber ich krieg die Sachen da nicht mehr raus. Also ich kann einen hier fertig machen. Und dann würde ich auf jeden Fall da vorbeikommen. Aber jetzt fehlt halt der erste noch.
Und da müsste jetzt die zweite Flagge noch hin. Oder halt ein Is oder so. Oh, wie komme ich denn an das Is jetzt ran? Ich kann hier das Is wegschieben. Bringt mir halt auch gar nichts. Ich glaube, ich bin schon voll nah dran und sehe es nur nicht. Bug ist halt defeat. Mit dem Bug kann ich überhaupt nichts machen. Welt ist immer Shift. Da draußen komme ich auch nicht ran. Ich muss mit diesem Fleckes Push arbeiten. Wenn ich das ganze Fleckes Push darüber schicke, dann liegt es da. Also hier beim ersten. Und wenn ich dann da durchgehen will, dann schiebe ich das halt weg und komme da auch nicht vorbei. Bringt also auch nichts. Wenn wir das Ist da durchschieben, schön und gut, aber auch doof, oder? Also dann ist der erste aber schon mal safe. Da können wir durch. Hier müssen wir nur so lange durch, wie Fleck noch Push ist. Richtig? Richtig. Solange Fleck Push ist, können wir hier durch. Dann müssen wir, können wir das Win darüber schicken. Jetzt ist uns die... Beide Flaggen sind uns egal. Ja, das ist es, ne? Beide Flaggen sind uns egal. Wir schieben das Is auf die andere Seite. Und jetzt sollten wir hier auf jeden Fall durchkommen, haben das Win. Und können sagen, Baba's Win. Schön, danke. Cool, wenigstens ein Level geschafft. Und das nach so langer Pause. Area clear, cool, wir müssen ja nie wieder hin. Das freut mich. Interessiert sich überhaupt noch irgendjemand für Baba's You, Leute? Schreibt mal in die Kommentare, ob ihr gerade Baba's You guckt. Ich kann mir nicht vorstellen. Egal, so hier Level 10. Ich hab Kloxen halt eigentlich versprochen, dass wir es bis zum Ende spielen, weil der mir ja das Spiel geschenkt hat. Aber ich glaube, daraus wird nichts. Kloxen, kannst du bitte aus dem Vertrag zurücktreten? Baba is you, water is sink, text is float. Das heißt, wir können mit dem... Wir können mit dem Text da nicht rüber. Weil love and door stop sind, aha. Okay, aber der Text kann auf jeden Fall über dem Wasser rüberfliegen. Fleck is win, door is shut. Mhm, ist Rock irgendwas? P is open. Und Rock? Rock is push. P und Rock is push. Wir haben kein Key. Aber wir können sagen, Rock is key. Das war schon mal klar, oder? Rock is key and push. Das geht ja schon mal. Ach so, weil der Rock jetzt push ist. Gut, dann sagen wir, key is push von mir aus. Hier, key is push. Jetzt kommen wir durch die Tür hier durch. Ist die Frage, ob uns das was bringt. Key and Rock. Müssen wir vielleicht noch irgendwas anderes machen? Key is push and Rock. Was passiert dann? Ist dann der Schlüssel wieder ein Rock? Ja. Okay, wir können sagen, wir können auch selber noch was anderes werden, gell? Wir können sagen, Baba ist Key oder... Ja. Wir können sagen, Baba ist Key. Was ist denn... Wir schieben das hier hoch. Baba ist Key. And you wäre halt noch gut, ne? Baba is you, Key is you. Geht das? Können wir beides sein? Ah ja, tatsächlich. Aha. Bringt mir das was? Jetzt will ich beides. Ich bin mir nicht sicher, ob mir das was bringt. Okay, wir... Aber wenn der Schlüssel jetzt da durchgeht, dann... Okay, dann ist die Tür offen. Das Wasser wird uns aber töten. Wir können den Text über das Wasser rüber schicken. Bringt uns halt nichts, weil da ist nirgendwo was, wo wir dann ein Wort bilden könnten. Das Zeug kommt auch nicht... Nee, das kommt nicht durch die Herzen durch. Das heißt, wir müssen hier durchkommen. Und dann brauchen wir noch einen Rock. You know? Der Schlüssel schließt hier auf und da muss vielleicht ein Rock drinne sein, aber das geht nicht, weil wir kein Have oder Has oder sowas haben. Das heißt, Baba is you and key. Okay, dann, ich dachte, dann haben wir vielleicht zwei Schlüssel. Dann müssen wir ja Key is you sagen, ne? Key is you and Baba? Klingt eigentlich ganz vernünftig, wenn ihr mich fragt. Key is you and Baba. Wir müssen sagen, Baba is key and you, ne? Genau andersrum. Baba is you and key? Jetzt haben wir zwei Schlüssel, aber wir sind nicht der Key. Warum geht denn beides nicht? Ich sterbe einfach bei beiden. Hä? Wir müssen sagen, Key is you. Key is Baba, Baba is you. Dann haben wir zwei Babas, aber bringt uns das denn was? Jetzt haben wir zwei Babas. Und wenn wir jetzt zum Schlüssel werden, Key is you, dann... Nee, Baba...
Oh, was? Key is you? Aber wir müssen ja gleichzeitig Schlüssel werden. Key is you. Baba ist Key. Wir müssen das hier gleichzeitig nach oben bringen. Das muss jetzt einfach nach da oben, dann haben wir es doch. Baba ist Key, Key is you. Okay, das machen wir nochmal. Vielleicht brauchen wir den Rock. Vielleicht dürfen wir nicht von Anfang an zwei Babas werden. So, Baba sind wir. Wenn wir jetzt der Rock werden. Baba is you and Rock. Sind wir dann tot? Dann sind wir tot. Okay, das heißt, wir werden ein Key. Jojo, einer muss ein Key werden. Wenn der Rock der Key wird, dann ist der Rock ein Key. Schön. Warte, wir brauchen... Das bringt uns gar nichts, was ich eben vorhatte, ne? Wenn wir einen Schlüssel haben, oder wenn beide Schlüssel sind... Das bringt absolut gar nichts. Wenn beide Schlüssel sind, dann kommt ja trotzdem nur ein Schlüssel durch die Tür durch. Ich hab zu wenig Stuff, Leute. Zu wenig Stuff. Komm hier nicht raus. Was soll ich denn machen? Was soll ich denn machen? Ich kann die Flagge umherschieben, wenn ich hier draußen bin. Das geht. Der Text sinkt nicht ein, weil der halt am Floating ist. Und Rock ist Push. Ja, schön. Versteht ihr denn, was ich meine, Leute? Versteht ihr, was ich meine? Hier, wenn der Rock der Schlüssel ist, ja? Der Rock ist der Schlüssel. Und der Schlüssel ist ganz logisch natürlich auch pushable. Und wir jetzt hier einfach durch die Tür durchgehen. Zack, dann ist hier offen. Hier trinken wir. Da geht halt so ein Ding weg. Das müssen wir hinbekommen, dass hier einfach so ein Wasserding weggeht. Jetzt brauchen wir halt irgendwie noch den Stein, um das Wasser wegzubekommen. Den Text können wir darüber schubsen. Ja, das war's. Pff. Jetzt haben wir halt keinen Stein mehr. Wir können selber zum Stein werden, ja. Aber dann sinken wir da trotzdem ein. Weil wenn Rock is you ist, Baba ist Rock. Ja, nee, keine Ahnung. Wir gehen zur Map zurück. Das ist mir zu blöd, Leute. Und Level 12, 11, 11. Wir haben die Level 11, 11, 11 übersprungen. Lock the door, Hodor. Okay, wir haben ein Herzchen, das uns natürlich umbringt. Bug is Bug, Welt ist Welt, Text ist Float. Mhm. Hatch is Stop. Wir haben einen Fungus, das sind die Pilze. Wir sind Baba, Welt ist aber auch Shift und Bug ist Push. Wir können also Ein Insekt. Ein Insekt können wir hier umherschieben. Love is defeat. Jetzt ist Love win. Aber jetzt ist halt der Fungus defeat. Heißt, wir kommen nicht mehr am Fungus vorbei. Blapp! Und das ist doof. Gut. Wir können sagen, dass der Bug kein Push ist. Alles klärchen, Leute. Hier, Bug ist kein Push. Wir können durch den Bug durchgehen. Ich habe eine Idee. Ich glaube, diese Idee ist doof. Weil sie nicht funktioniert. Ja, warte. Das Push muss, glaube ich, auf dem... Nee, das muss hier sein. Macht auch keinen Sinn, Leute. Ich glaube, wir müssen hinter dem Bug hier stehen, wo wir jetzt stehen. Und dann das Push hier raus schubsen, dass der Bug wieder Push ist. Und dann können wir den Bug nämlich schieben. Altes Shift können wir natürlich auch wegnehmen. Dann packt uns das da nicht mehr automatisch rein, zumindest. Wir können auch sagen... Belt ist Push. Können wir den Belt zumindest hier reinschieben? Warte, kann man die nicht auch noch anders? Ah ja. So. Aber je nachdem, wo ich ihn hinschiebe, dahin zeigt er dann auch, ne? Das heißt aber, wir können doch bestimmt... Ne, können wir nicht. Wir können sagen... Wir können das Ding hier raufschubsen, aber wir können mit den... Wir können halt nicht sagen, dass der Belt in eine andere Richtung gucken soll. Wir können sagen, Bug ist Belt. Ja. Schön. Dann können wir hier zwei Belts reintun. Und die machen dann absolut gar nichts. Wir können sagen, Baba ist Belt. Dann sind wir tot. Wir können sagen, Baba is you kriegen wir nicht, reißt das, wir können nichts anderes werden. Wir können sagen, Belt ist Baba. Nope, weil Belt ist und Bug ist auch Bug. Das heißt, die Entitäten können wir auf jeden Fall nicht ändern. Den Fungus kriegen wir hier hinten auch nicht raus, den wir da reingetan haben, glaube ich. Oder vielleicht doch, man weiß es nicht so genau.
Der Bug ist pushable. Der Belt ist pushable. Wir können den Belt hier reinschieben, ja? Das geht auf jeden Fall. Das ist auch ganz schön und toll und so. Weiß aber nicht, ob mir das irgendwas bringt. Ich kann den auch so rumschieben hier. Weiß nicht genau, was ich hier gerade mache, Leute. Aber ist bestimmt ganz gut. Wieso shiftet... Ach, weil die am Floaten sind. Der Text ist am Floaten, Leute. Bringt uns das was, dass der Text am Floaten ist? Wir können den Belt mitnehmen und hier hinstellen. Dann zeigt er halt in die rechte Richtung. Die rechte Richtung. Und dann geht der Funkus einfach die ganze Zeit gegen die Wand. Das ist auch nicht das, was wir wollen. Wir können den. Das Insekt hier, glaube ich, nicht rausholen. Ich wüsste nicht wie. Ich wüsste auch nicht warum. Ist der vielleicht Pilze auf oder so? Und wir können sagen, dass der Bug gar nicht pushable ist. Wir können sagen, dass der Bug ein Belt ist. Hier. Bug ist Belt. Nein, geht nicht, weil Bug ist und Belt ist Belt. Verdammte Hacke. Wir können sagen, Bug ist Shift. Wohin shiftet er uns denn? Ah, das ist interessant. Guck mal. Da, wo er hinguckt, da shiftet er uns hin, Leute. Was geht denn jetzt ab? Und wenn wir jetzt sagen, Belt ist Push. Guck mal, Leute. Hier, wir kriegen das richtig krass raus. Belt ist Push. Wir pushen den hier rein. Guck mal, er zeigt nach links. Guck mal. Guck mal, er zeigt nach links. Guck mal, er zeigt nach links. Ja, der shiftet jetzt und jetzt? Toll. Was bringt mir das? Ich weiß es nicht. Alter, blöde Kacklevel. Baba Assume ist doch doof. Zusatzlevel hier will ich mir nicht angucken. Level 11 haben wir locker schon mal angeguckt. Der Supermarkt. Habe ich locker nicht gerafft damals. Supermarkt geht. Bild ist gar nichts. Fleck, Wall, Win, Bla, Wall ist Wall and Stop. Okay, also die Wall können wir nicht verändern. Das heißt, Bild ist Wall. Doch, das geht. Aber dann können wir ihn nicht mehr zurückmachen. Dann, ups, können wir sagen, Bild ist Shift. Schön. Also können wir hier hinten hinrasen und auch wieder zurückrasen, nicht? Wir können den Stein darüber schicken. Wir haben hier ein Up. Komm, dann aber nicht mehr zurück. Belt ist right, jetzt zeigen die alle nach rechts. Jetzt können wir auf jeden Fall hier hoch und auch wieder runter. Hui, cool. Das freut mich. Okay. Schön. Schön, schön, schön. So, jetzt können wir natürlich den Stein da nach oben knuddeln. Der macht da frei. Nee. Ich dachte, dann können wir vielleicht einen nach links gehen oder so, aber nope. Wir kommen auf jeden Fall auch zur Flagge. So ist nicht. Kommen wir nämlich doch nicht. Doch, wir kommen zur Flagge. Ist die Flagge denn Win? Nee, ist sie noch nicht. Okay, das heißt, wir müssen das ist hier oben einen nach oben bewegen. Aber dann ist der Belt halt auch Wall und dann kommen wir hier nicht mehr vorbei. Aber wir könnten hier einen Stein hinlegen, was uns auch nichts bringt. Okay, wir müssen hinbekommen, dass Belt up ist, gell? Das heißt, wir schieben das da immer rüber. Zack. Nehmen das right weg. Sagen, yo, Belt ist up. Geil, wir können hier hoch. Wir schicken den Stein da hoch. Und während er nach oben fährt, müssen wir ganz schnell zurück und hier durch. Shit. Weil sonst genau das passiert. Okay. Ich glaube, ich habe eine Idee. Und zwar machen wir es so, wir haben diesen Stein, ja? Wir sagen, Belt is right, das ist alles schön. Wir schicken das Belt is rüber. Dann zeigt das ja auf jeden Fall schon mal nach oben. So, während es rübergeschickt wird, schicken wir den Stein los. Sind wir immer noch zu langsam, ne? Also ich kann das ja auf jeden Fall hier rüberschieben. Dann ist das nach einer Zeit alles nach oben. Nach einer Zeit erst. Also da haben wir auf jeden Fall ein bisschen Spielraum. Wir haben hier diesen Stein. Wir schicken das los, wir schicken das los. Den Stein ja auch einfach so da hochschicken. Das geht ja alles nicht. Selbst wenn ich hier diese Zeit habe mit dem Belt is up. Wir können natürlich das da rüberschicken. Es dann mitnehmen. Was passiert, wenn ich jetzt den Belt da hochschicke? Dann ist Wall, Belt, das geht nicht, aber Belt ist Wall, das geht wieder, aha. Okay. Ich muss die locker hier auf diese Seite bringen. Right. So, jetzt können wir... Können wir auch nicht. Ich habe überlegt, dass wir den Stein dann hier oben platzieren. Auf der linken Seite dachte ich halt, dass er den dann später noch umher schiebt.
und wir dann hier einfach durchgehen und dann sagen, Belt ist ab. Was natürlich auch geht, Leute, ist, dass wir Belt... Ne, wenn wir das da hochschicken, dann macht er ja auch die Kacke hier, ne? Ich dachte, dass wir vielleicht Belt ist ab da hochschicken können und das dann nach rechts schieben und was weiß ich denn alles. Belt ist, geht da hoch. Was passiert denn, wenn wir sagen, Wall ist ab? Geht dann überhaupt irgendwas? Scheinbar nicht. Ich glaube echt, dieses Belt-Dings muss hier in diese Lücke. Dafür sind doch genau drei Stück hier, oder? Bin mir sehr, sehr sicher, dass das hier auf jeden Fall hin muss. Und ich bin mir auch sehr, sehr sicher, der Stein hat doch auch noch irgendeine Bedeutung. Der muss das garantiert dahin pushen. Wenn wir ihn jetzt dahin pushen, dann ist das alles rechts. Wenn wir sagen, Belt... Belt ist ab. Sobald wir das sagen, zeigen die alle wieder nach oben. Dann kommen wir hier auf jeden Fall hoch. Und da auch. Kommen wir hier rein. So, und während wir da reingehen, muss der Stein das hochpushen. Aber wir sind ja zu langsam. Wenn wir jetzt den Stein da hochpushen und dann schnell hier hinlaufen, dann wird das halt zur Wall. Was? Wir haben auch noch ein White. Das muss irgendeine Bedeutung haben, dass das nach rechts zeigt. Das ist doch... Es war ja von Anfang an nach rechts. Was bringt es uns, dass es nach rechts zeigt? Wir haben ja quasi gar nichts verändert. Also mit dem Up, klar. Damit können wir die linke Seite hier nach oben machen. Aber sonst hat sich ja gar nichts verändert. Oh, kann man die vielleicht gegeneinander nudeln hier? Das geht. Wenn ich jetzt aber einen weitermache, dann verändern die sich wieder. Ach lol, wir haben ja jetzt dieses Belt ist ab. Wenn ich den jetzt dagegen knall, dann sollten wir eigentlich genug Zeit haben. Ja, jetzt macht der Black is Win. Aha. Okay. Ich hab schon wieder so keinen Bock mehr auf dieses Spiel, ne? Ohne Witz. Ist zwar schön, wenn man mal wieder ein Level hinbekommt, aber es, dieser Weg dahin ist so lang und mein Hirn macht das nicht mit. Boah, ey. Ja, keine Ahnung, ob jeweils wieder eine Baba Is You-Folge kommt. Ist sehr anstrengend für mein Gehirn, Leute. Wir haben aber zwei Level heute geschafft. Wow. Waren zwei, ne? Ich glaube, das waren zwei. Ja, dann danke fürs Zuschauen, liebe Leute. Nein, ich will hier bitte nicht rein. Bis zum nächsten Mal und tschüss.